vielen Dank. Und nee, Daniel, du darfst tatsächlich noch sitzen bleiben für die Schlussrunde, für die letzte Runde. Danke, Zoe. Denn jetzt wollen wir nochmal auf starkes Europa eingehen. Und dazu begrüße ich erstens nochmal den Josh hier unten. Und außerdem, da oben sitzt da unser User-Vorsitzender, der Philipp Ofenloch. Ja, vielen Dank nochmal in der Zusammensetzung. Wir fangen mal mit Philipp an. Philipp, ich könnte jetzt auch an dich die Frage stellen, wie alt bist du, aber wir lassen es mal weg. Du stehst jetzt auch nochmal hier als Vertreter, aber Josh genauso, einer doch ganz jungen Generation. Und ich habe vorhin gesagt, die SPD fordert seit 1925 eigentlich die Vereinten Staaten von Europa. Vielleicht erstmal ganz einfach, was bedeutet denn Europa für dich? Ja, erstmal vielen Dank, Sven, und danke an den tollen Abend. Also ich finde es toll, wieder hier zu sein in Präsenz und auch wieder unsere Genossinnen und Genossen und die lieben Gäste hier sehen zu können. Also richtig, richtig starker Wahlkampfauftakt. Europa, was bedeutet Europa für mich? Ich bin in einem Europa aufgewachsen, in dem schon immer Frieden herrscht. Und das verbinde ich auch ein Stück weit mit Europa, dass ich es eben schätzen kann, dass wir in einem friedlichen Europa leben, in dem wir auch ganz, ganz viele Freiheiten genießen. Also auch in einem Europa, wo man sagen könnte, eigentlich der grenzenlosen Möglichkeiten. Also wirklich Sprichwort grenzenlose Möglichkeiten, dass wir eben auch, sage ich mal, nicht an staatliche Grenzen mehr gebunden sind, dass wir reisen können, dass wir international, dass wir europaweit leben, wohnen und auch lieben können. Und das ist etwas, was für meine Generation ganz selbstverständlich geworden ist. Und das ist, denke ich, das, was ich mit Europa verbinde. Einerseits eben ein Freiheitsprojekt, ein Friedensprojekt und eben, ja, eben einfach etwas, was es zu erhalten gilt, was für viele, viele Generationen vor uns eben nicht selbstverständlich ist und es für uns geworden ist. Und daran möchte ich mich eigentlich mal erinnern. Danke, Philipp. Ich glaube, das sehen wir alle ganz genauso. Daniel, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, über ja, erneuerbare Energien von unten. Was bedeutet Europa für dich und ist Europa für dich auch ein wesentlicher Akteur für Klimaschutz oder für die Energiewende? Ja, Europa könnte, ist immer ein bisschen die Frage, wenn man von Europa spricht, welches Europa meint man? Also meint man die Bürger, die europäischen Bürger oder meint man die europäischen Institutionen und welche Institutionen meint man dann? Was die europäischen Bürger angeht, ich denke, die Idee von bürgerschaftlichem Engagement von unten, dass das durchaus was sehr Europäisches ist und dass das einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten kann. Der Gedanke der Autonomie, von dem wir es ja vorhin schon hatten, also wir nehmen vor Ort die Dinge selber in die Hand, wir organisieren uns selber. Ich glaube, dass dieser Gedanke ein absoluter Schlüssel zur Energiewende ist. Es ist der Schlüssel zur Energiewende. Und ich glaube, dass das eigentlich mit bestimmten Grundideen, die es in Europa gibt, sehr, sehr stark verknüpft ist. Also ich wünsche mir nicht einen chinesischen Staatsdirigismus, um das zu organisieren, auch wenn es sicher sinnvoll wäre, bestimmte Vorgaben, politische Vorgaben von oben zu haben. Wenn es gibt bestimmte Regelungen im Bereich Energie, die von der europäischen Ebene auch kommen, um Bürgerenergie zu stärken, wo sich Deutschland zum Beispiel auch ja, versucht hat zu weigern, eigentlich die umzusetzen, da denke ich, hat Europa durchaus eine positive Rolle. Was die Vorgaben, die bisher in der Europäischen Union im Bereich Energie gemacht wurden, die Zeithorizonte, sind völlig unzureichend. Da muss massiv nachgebessert werden.
Aber ich habe große Zweifel daran, dass diese Nachbesserungen wirklich erfolgen werden, weil es da zu viele nationalstaatliche Interessen gibt. Wir können aus meiner Sicht nicht darauf hoffen, dass die Kompromisse dazu führen werden, dass wir die nötigen Regelungen bekommen. Aber auch da würde ich wieder auf Hermann Scheer verweisen, weil das auch an dieser Stelle wieder passend ist. Hermann Scheer hat immer darauf verwiesen, dass wir keine globalen Regelungen dafür brauchen, um die Energiewende umzusetzen, sondern dass wir das vor Ort selber in die Hand nehmen können und dass es mit großen Vorteilen verbunden ist, wenn man die Dinge auch national selber in die Hand nimmt und nach vorne geht. Die anderen werden hinterherkommen, weil einfach so große Vorteile auch damit verbunden sind für die gesamte Gesellschaft und auch für die wirtschaftliche Leistung. Wir verlieren ja unglaublich viel Geld dafür, dadurch, dass wir irgendwo fossile Energien einkaufen. Das ist kein gutes Geschäft. Josch, ich habe ja vorhin gesagt, Europa, das kennen wir stark als Wirtschaftsunion. Wir müssen das jetzt aber auch als Sozialunion vollenden. Und das brauchen wir auch für gute Arbeit. Wie würdest du das beurteilen und was sind eigentlich die zentralen Herausforderungen? Warum brauchen wir ein starkes Europa, damit wir überhaupt gute Arbeit in Deutschland wieder gewährleisten können? Ich will es jetzt nicht sprengen, ich will nur ein, zwei Sachen noch zur Klimapolitik sagen, weil mich das jetzt gerade auch nochmal angetriggert hat, auch mit der Automobilindustrie. Ich finde, wenn wir über die Energiewende reden und über das, die Probleme, die das alles mit sich bringt, dann müssen wir aber auch über Kapitalismus reden. Dann müssen wir darüber reden, dass 150 der größten Konzerne auf dieser Welt für 70% der Emissionen verantwortlich sind. Dann müssen wir auch darüber reden, dass wir eben nicht alle im selben Boot sitzen, sondern dass Jeff Bezos, wenn die Welle kommt und wenn die Meeresspiegel steigen, der hockt in einer 500 Millionen Euro teuren Yacht. Wir nicht. So, wir sitzen nicht alle im selben Boot, sondern diese Klimakrise ist hauptsächlich verursacht, dazu gehören wir auch als reiches Industrieland, durch die 10% der reichsten Menschen auf dieser Erde, und darüber müssen wir reden, und deshalb ist es eine Verteilungsfrage und ist es eine Kapitalismusfrage, denn der Kapitalismus hat diese Klimakrise am Ende erzeugt, weil es nur um Gewinne geht. Es geht nicht darum, dass es besser ist für die Menschen, es geht nicht darum, dass wir Innovation führen, um irgendwie ein besseres Leben zu bekommen, sondern Innovation wird aufgrund dessen gemacht, weil Profitstreben dahinter steht. Und das ist eben genau der falsche Punkt. Und deshalb müssen wir dann auch über Kapitalismus reden. Das nur kurz dazu. Europa. Europa ist tatsächlich, auch wenn wir die Historie ja sehen, ich sehe das alles wie du, Philipp. Freie Grenzen, wir sind damit groß geworden. Das ist quasi so, wie wir... wie ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen kann, aber eben auch, wenn wir es historisch betrachten und auch immer noch sehen, Europa ist im Prinzip ein neoliberales Projekt. Also wir haben, der Hauptpunkt, warum die Grenzen offen sind, sind wirtschaftliche Interessen, ist der freie Warenverkehr. Und da muss man eben hinkommen, dass wir eben sagen, Europa ist so wichtig, dass es kein Wirtschaftsprojekt sein darf, dass es kein neoliberales Projekt sein darf, und diese Europäische Union wird nur in ihrem Gesamtgefüge zusammenhalten, wenn wir eben eine soziale Union hinbekommen. Das heißt, wir brauchen gleiche Arbeitsmarkt, wir brauchen gleiche Sozialstandards in der Europäischen Union, und wir müssen auch dahin kommen, dass wir eine neue, junge Generation an Europäerinnen und Europäern, die jetzt hochkommen, dass die auch alle in ihren Ländern gefördert werden. Denn was wir gemacht haben, und da haben wir uns als Deutschland auch nicht mit Ruhm bekleckert, ist in der Eurokrise, wenn wir uns anschauen, was da mit Griechenland passiert ist. Die hatten eine Jugendarbeitslosigkeit zwischendurch von 50%, und haben sich von diesem Schock immer noch nicht erholt. Anstatt da Solidarität zu zeigen, haben wir gesagt, die faulen Griechen. Und das kann nicht sein, weil das ist auch falsch. Das ist auch in der Analyse einfach schlicht und einfach falsch. Deshalb, ich bin Jugendsekretär bei der IG Metall in Darmstadt, deshalb habe ich auch einen Fokus auf die jungen Leute und auf Ausbildung, und deshalb sage ich da ganz klar, wir brauchen, und wir sehen es auch gerade, dass wir es sogar auch in Deutschland, aber wir brauchen es europaweit, gerade nach der Corona-Krise, Sicherheit für die jungen Leute. Wir haben eine Jugendstudie durchgeführt als IG Metall, da sagen uns 50% der Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich nicht mehr in ihrer Position am Arbeitsmarkt sicher fühlen, dass sie das Gefühl haben, dass sie schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt
Arbeitsmarkt haben. Und das ist in Deutschland, da will ich gar nicht wissen, wie es in anderen, in südeuropäischen Ländern aussieht. Und deshalb brauchen wir Ausbildungsgarantien für junge Leute auf europäischer Ebene. Und wir brauchen auch Übernahmegarantien, und zwar unbefristet auf europäischer Ebene. Und da ist auch gesamteuropäische Solidarität gefragt, dass wir eben hier auch gucken, wo wir hier die Kapazitäten haben, dass wir auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern ausbilden. Ja, vielen Dank, Josh. Und abschließend, Philipp, du hast begonnen, du darfst jetzt auch das Schlusswort sprechen zu unserer kleinen Europarunde. Du hast zurückgeblickt, was Europa für dich von Anfang an war, ein Friedensprojekt, die Perspektive jetzt auch nochmal auf die Zukunft, was muss Europa werden, damit du sagst, genau das ist mein Europa. Ja, sehr gerne. Ich glaube, Josh hat da schon einen sehr, sehr wichtigen Punkt angebracht. Also wir dürfen mit Europa natürlich nicht nur ein Wirtschaftsprojekt verbinden, sondern wir müssen auch eben hin zur Sozialunion, dass eben auch junge Menschen auch wirklich eine Perspektive haben. Und das reicht eben nicht, wenn wir da deutschlandweit denken, sondern da müssen wir eben auch internationaler und mal mindestens europaweit denken, dass wir eben zum Beispiel auch sagen, naja, die Tarifbindung muss halt eben auch ausgebaut werden, europaweit öffentliche Aufträge, das muss ja nicht nur eben national gedacht werden, sondern eben auch über die Staaten hinaus. Und da geht es dann auch darum, dass wir, sage ich mal, auch europaweit über armutsfeste Mindestlöhne sprechen, dass wir über eine Ausbildungsgarantie oder Ausbildungsmöglichkeiten eben ausreichend für junge Menschen in ganz Europa denken. Also dass wir tatsächlich auch Europa sozial gedacht machen und eben nicht nur als Wirtschaftsprojekt zur Stärkung der Staaten sehen. Und dass wir eben auch Wohlstand, sage ich mal, angemessen verteilen, ja, weil Europa mag vielleicht oder die EU mag vielleicht ein wirtschaftlich starkes Projekt sein, aber dennoch geht es ja Menschen schlecht und ich denke, es ist eben genug für alle da, es ist eben halt nur ungerecht verteilt und eben auch da müssen wir rangehen. Gleichzeitig, wenn du mich danach fragst, was Europa auch sein muss, ich verbinde mit Europa auch vieles, was noch eben nicht in Ordnung ist, das mag vielleicht eben auch der Klimaschutz sein, weil ich denke, dass wir gemeinsam stärker sind und da ist das vielleicht ein Punkt, wo wir eben auch europaweit zusammenarbeiten müssen, dass wir unsere Klimaziele gemeinsam verfolgen, dass wir schauen, dass wir die Pariser Klimaschutzziele einhalten können und dass wir da eben nicht nur als Deutschland darauf hinarbeiten, sondern eben auch EU-weit, dass eben auch andere Staaten eben, weil wir eben alleine das Klima, sage ich mal, nicht retten können, sondern da eben auch international, europaweit daran arbeiten. Genauso, wenn wir über Demokratie und Rechtsstaatlichkeit denken, kann es halt eben nicht sein, dass in bestimmten Ländern wie in Polen oder in Ungarn die demokratischen Rechte mit Füßen getreten werden, dass JournalistInnen eingeschränkt werden und. Auch da müssen wir eben schauen, dass der EU viel, viel mehr Handlungsmacht, sage ich mal, gegeben werden kann und dass sie da, sage ich mal, Regeln auch aufstellt, dass bestimmte demokratische Gepflogenheiten eben auch einzuhalten sind, damit das ganze Konstrukt EU eben auch dauerhaft funktioniert. Genauso, wenn wir an die Außengrenzen der EU schauen, bin ich eben auch der Meinung, dass EU, wenn wir sagen Friedensprojekt, muss es eben auch ein humanitäres Projekt sein, das eine humanitäre Migrationspolitik aufbaut. Und wenn wir Menschen eben an unseren Außengrenzen der EU sterben lassen, dann ist das für mich alles andere als humanitär. Also auch da bin ich der Meinung, haben wir auf jeden Fall Nachholbedarf. Und da wäre es mir wünschenswert, wenn die SPD, sage ich mal, auch darauf hinarbeitet, dass wir zum Beispiel, wenn wir haben jetzt im Kreis Bergstraße oder in anderen Teilregionen in Deutschland sichere Häfen diskutiert. Ja, also wenn schon Kommunen da sind, die sagen, wir würden gerne Geflüchtete aufnehmen, aber wir dürfen nicht, dass wir dann sagen als EU, okay, diesen Gemeinden, die eben bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen, die müssen finanziell unterstützt werden und wir müssen Bürokratien abbauen. Und da, denke ich, haben wir auch noch großen, großen Nachholbedarf, um, sage ich mal, die EU auch wirklich zu einem sozialen und auch in Zukunft zu einem Friedensprojekt auch wirklich zu erhalten. Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank euch dreien. Vielen Dank auch nochmal Katrin und Zoe. Das war ein kurzer Einblick in die drei Schwerpunktthemen in drei kurzen, knackigen Gesprächsrunden. Wir werden in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten noch Gelegenheit haben, die Themen mit anderen Diskutanten zu vertiefen. Darauf freue ich mich auch. Ihr habt uns heute einen kleinen Einblick gegeben und damit auch hier zu einem schönen Auftakt mit beigetragen.